Also, wir wollten heute nach Kawagoe fahren in der Saitama Prefecture. Und ich habe extra so eine App. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie, keine Ahnung, was falsch mache mit der App oder so. Auf jeden Fall ist das jetzt schon das zweite oder dritte Mal, dass wir mit dem Railpass fahren wollen. Von wie viele Tage haben wir denn jetzt? Fünf oder so? Also schon von dreimal verkackt, dass wir mit dem Railpass fahren wollten. Und das Geile ist halt einfach, dass man, ich sag mal so, 20-30% der Strecken einfach nicht benutzen darf. Oder was heißt sogar mehr, ne? Man darf gerade mal 20-30% benutzen. Und den Rest halt einfach nicht, weil es sind halt so viele private Lines. Und das fuckt halt übel ab einfach. Ich zeige euch hier mal die wunderschöne Umgebung mit den wunderschönen Eulen, die da oben sind. Ich mache mal ein Foto. Ja, auf jeden Fall fuckt es halt einfach richtig ab. Wir haben halt jetzt Essen gekauft. Ich weiß, das sieht hier schon sehr geil aus, weil es in meiner Tasche war. Auf jeden Fall haben wir halt Essen gekauft, Trinken gekauft, haben uns halt so mental darauf vorbereitet, haben halt unsere DS eingepackt. Ich habe meine Kamera mitgenommen und so. Und das wiegt natürlich alles. Und wenn man halt nicht jetzt irgendwie Sightseeing macht, dann braucht man die ganze Scheiße nicht. Ja, und jetzt sitzen wir hier in Ikebukuro am Bahnhof. Ja, und essen unser Frühstück auf einem Haufen Stein. Oder ich weiß nicht, diese Art Bank, das ist ja gar keine richtige Bank. Ich weiß auch nicht, was das ist. Auf jeden Fall sitzen wir jetzt hier und ärgern uns darüber, dass wir uns den Railpass gekauft haben, weil sich das im Prinzip nicht lohnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Ausflüge, die wir gemacht haben, bis auf Nara, weil wir aber auch Anna getroffen haben, waren an sich nicht das Geld wert eigentlich. Deswegen, ich weiß nicht, ich finde es in Tokio eigentlich übel geil. So, und ich habe jeden Tag, wenn wir hier sind, mega Spaß. Ich bräuchte eigentlich nicht woanders hinfahren. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das mehr so für Leute, die so sich so sagen, wir sind 2 Wochen hier und machen in 2 Wochen so eine Rundreise oder so und fangen oben an, landen in Hokkaido und fahren bis unten durch, dass sich das dann mehr lohnt. Aber so, wenn man halt sich, ich sag mal, hier so voll wohl fühlt und eigentlich gar nicht weg will, ich weiß nicht, und ich war auch irgendwie voll enttäuscht von Kyoto, weil das im Prinzip so aussieht wie hier. Ne? Und halt ein paar mehr Tempel und so. Und Gion war auch schon cool. Oder der Fushimi-Inari-Schrein war auch cool. Aber ne, das wäre jetzt nichts, was ich jetzt vermisst hätte. Ja, das stimmt. Hier sind auch viele coole Tempel. Und Tokio ist halt auch riesengroß einfach. Nach unserem Rage Quit in, wo sind wir gerade? Ueno. Und steigen jetzt um nach Asakusa. Ja, heute war ja richtig schöner Fail. Kommt da jetzt schon die Bahn? Ne, ist andere Seite, ne? Ja, und hier drin ist es übel heiß. Es ist eh richtig heiß draußen. Aber hier drin ist nochmal 25 Grad. Ja. Gestern hatten wir 26 Grad. Heute, keine Ahnung, fühlt sich genauso warm an. Ist auch 25 Grad. Ja? Oh, okay. Wir haben 25 Grad. Und hier unten bestimmt 30 Grad. Es ist so heiß einfach und so schwül und ekelhaft. Es ist richtig heiß, ey. Mein Wir laufen Bärtchen hier schwitzt. mit T-Shirts rum, um Ja. zu zeigen. So laufen wir hier rum halt. Und ja, und es ist auch übel warm. Es ist wirklich wie im Sommer. Richtig, als hätten wir so einen schwülen Sommertag in Deutschland. Es ist so Ja. heiß einfach. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ey. Was? Es ist einfach April. Ja, 17. April haben wir heute und es ist einfach mal fast 30 Grad. Das ist sehr krank und mein Bärtchen schwitzt richtig heftig einfach. Ganz ruhig, Bärtchen. Ich hoffe, die Bahn ist wenigstens gekühlt. Oh, Zug, komm. Komm schon zurück, wir wollen raus aus dieser ekelhaften Station. Wir sind in Asakusa und es ist gerade ein richtig abgefuckter Wind wieder losgebrochen. Wir sind einfach nur, wie lange waren wir unterwegs? 10 Minuten, 15 Minuten? Und es ist einfach so übel windig jetzt. Das kann man gerade leider nicht so erkennen, weil wir hier von Gebäuden geschützt sind und Gott sei Dank mit dem Wind laufen. Aber wir sind ausgestiegen und wurden weggeweht. Bis hierhin. Guck mal, Karaoke. Big Echo. So, just in case, dass wir in eine Sauna wollen. Ja, weil es da noch so heiß drin war. So, gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir links irgendwo rein können. Oh, das sieht gut aus. Ah ja. Und ein Meckes, perfekt. Dann gehen wir mal direkt zu Meckes. Damit ich mir mein Gutes. Weil ich habe das voll eingeatmet. Oh mein Gott. Oh, Kontaktlinsen. Schön, schön, schön. So. So, jetzt gehen wir hier durch diese Einkaufsstraße, in der es Gott sei Dank schön windgeschützt ist. Und dann hole ich mir jetzt in Mc's eine Melonsoda. Wir haben hier leider keinen Veggie-Burger. Das ist sehr traurig. Aber die haben auch irgendwie so einen Shrimp-Burger, den wir nicht haben.
Und generell haben die auch andere Sachen. Zum Beispiel kann man auch einfach so Mais kaufen und Pommes. Wir sind jetzt beim Tempel angekommen, weil wir müssen nämlich dahinter gehen und Regenschirme kaufen. Das ist eigentlich jetzt so voll die behinderte Mission, aber meine Mama hat gesehen, dass wir uns so Regenschirme gekauft haben, die ihr Muster verändern, wenn sie nass werden, beziehungsweise überhaupt ein Muster bekommen, wenn sie nass werden. Und dann möchte sie halt jetzt auch gerne einen haben und für ihre Freundin auch noch einen haben. Und deswegen müssen wir jetzt losgehen und müssen 2 Stück kaufen von so einem hart verdienten Geld. So. Und dann laufen wir da jetzt mal hin. Müssen leider hier durch. Durch diese Touristenfalle. Touristenfalle? Ja. Das ist ja kein Tempel. Genau, das ist ja kein Tempel. Also, oh Gott. Es ist so windig einfach, es packt so ab, ne? Und heute Morgen war so geiles Wetter und jetzt ist es windig, scheiße und kacke und ich wette, es kommt so ein richtiger Orkan auf uns zu. Ja, eine kleine Taubenstatue. Und hier sind aber auch wirklich viele kleine süße Tauben. Aber man darf sie leider nicht füttern. Oder würzen, wir wissen es nicht. Was? Was? Ach so, oh, keine Ahnung, was ist das? Ist das nicht normal? Das ist haarig. Ja. Oh Gott, das ist voll. Oh mein Gott, da war ein Kassierer bei New Day da. Ja. Auf jeden Fall, der hatte hier so Muttermale. Der hatte einfach so lange Haare, 2 Stück. Wieso rasiert man sich die nicht ab? Ich habe keine Ahnung. Was ist das Problem? Wieso reißt man sich die nicht aus? Keine Ahnung. So, was? Warum? Nein. Ich weiß nicht, warum. Nicht weg, warum. Wollen sie ja keinen Bock, so kleine Schritte zu machen. Das läuft wie ein Bauer. Die Kompanie hier vor uns läuft aber generell nicht so pretty. Die Tauben laufen pretty. Das da läuft pretty dahinter. Also ja, ich kleines edles Ding. Ich bin klein, deswegen läuft es so edel. Immerhin läuft es überhaupt edel. So, jetzt branden wir noch schön jedes Bild. Laufen hier schön rein mit unserer Kamera. Da hinten, hier seht ihr, ihr dürft den Tauben keine Würzung zuwerfen. Keine Würzung. Do not, vor allem do not feed the pigeons. So zusammen, feed the pigeons. Wie sie auseinanderscheiben. Feed the, wer kennt das gute Wort feed the nicht, ne? Feed the. Feed the. Da sind noch kleine Spatzen. Yeah. So, wir laufen jetzt wieder zurück. Oh Gott. Das ist einfach so abfangen, ne? Vor allem, wir haben das so oft hier, dass es einfach so windig ist, das ist schon das 2. Mal und wir sind gerade mal 17 Tage hier. Ja, ich meine, dass so heftiger Wind ist. Das ist einfach richtig, obwohl wirklich 3. Mal, ne? Wir hatten das ganz am Anfang und dann jetzt vor ein paar Tagen, wo die Kirschblüten runtergefegt wurden und dann jetzt. Ach ja, 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 das war ja das vor ein paar Tagen, wo die Kirschblüten runtergefegt wurden. Das Beste ist halt einfach, dass mein Pony so viel Arbeit ist und einfach jedes Mal so richtig zerstört wird von diesem Wind. Und das Beste ist einfach, dass der Wind nie dann ist, wenn wir losgehen. Sondern immer erst, wenn wir losgegangen sind. Damit ich schön meinen Pony nicht mehr retten kann. Ist richtig geil einfach. Zweimal Bordeaux-Rot. Ja? Ja. Beide wollen das. Das ist das, ne? Ja, das ist Bordeaux-Rot. Okay. So, wir waren jetzt gerade essen und es regnet jetzt schön. Es war den ganzen Tag mega gutes Wetter und jetzt ist das Wetter richtig kacke. Wir gehen jetzt zum Konbini. Müssen leider jetzt zurücklaufen von unserem Essensort zu unserem Stammkonbini. Ja. Die alte Frau möchte wohl nicht zuhören. Sollen wir vielleicht auch in den einmal gucken? Welchen meinst du? Das Tankes. Aber warum? Weil wir dann mehr Auswahl haben, falls in unserem auch nichts ist. Hat der jemals Nee. So, warten wir, bis es grün wird. Ja. Richtig gutes Wetter schon heute. Richtig gutes Wetter schon. So mag man das doch. Nein, da kommt eine Oma auf dem Rad.
Schnell zur Seite, bevor sie uns umfährt. Ja, natürlich muss sie rein. Und die Söckchen haben Schleifen und Schals und wer sind nochmal Krawatten? Ist das nicht lustig? Das ist eigentlich cool. Also, kann man das so echt sein Outfit finden? So, aber Socken halt mit Schuhen ist halt immer so. Ja. Also wir sind in Shibuya 109 zum zweiten Mal. Hoffentlich geben wir diesmal nicht so viel aus wie beim letzten Mal. Oh ja. Oh, guck mal, One Piece. Ja. Now on sale. Aber leider habe ich das Buch dafür. Vielleicht könnten wir fragen, aus Interesse. Hey, die geht auch unter die Rolltreppen. Was ist los mit den Rolltreppen? Ach ja, wollen wir ja. Oh Leute, ich bin so behindert, ne? Irgendwie hast du irgendwas gemacht? Ja, keine Ahnung. Ja, heute bin ich wie so eine alte Katzendame. Ja, komisch irgendwie, ne? Ich wäre fest überzeugt, wir wollen nach oben. Tja. So. Was siehst du für das Namen, wo das anhalten würde? Anhalten würde? Ja, fast gut. Ah. So, Attitude House, yay! Attitude House! Hier bekommen wir bestimmt was Schönes. So, hier haben wir schon mal schöne Masken. Ja, Lemon Soda. Ach, das sind so 1 Million Packs, okay. Die haben ja irgendwie nur so Tücher, die man sich aufs Gesicht legen kann. Das sind so Handcremes und Schminki. Lisa ist bei Schminki.